beschäftigen wir uns mit einem anderen Bier, was wir so gefunden haben. Nennt sich Költ. Költ? Ja, so sieht's aus. Warte, ich komme mal rum. Was soll das denn sein? Ich erzähle parallel dazu, das soll also eine Mischung aus Kölsch und Alte sein. Sozusagen das Beste aus beiden Regionen fürs Brauen verwendet. Das haben wir im Netz auch gefunden von Hans und Matthias, die das gemacht haben und am Datum 1.8.2018 dann die Kölsch-GmbH gegründet haben. Nun gut, ab 8.10.2018 füllen sie also dieses Bier dann auch ab. Ja, das soll jetzt also Kölsch und Alt sein, mit der ewigen Streiterei Kölsch und Alt. Weißt du, worum es geht? Ja, ich frage mich gerade immer noch, was das Gute an Alt sein soll. Ach. Ja, Kanal nicht abonniert oder was, ne? Ist ja ganz klar, ne? Wir wissen ja schließlich, dass im Jahre 1420 die Düsseldorfer den Kölnern erstmal das Bierbrauen beigebracht haben. Das hatten wir schon mal. Wenn nicht, dann hören wir das einfach nochmal. Und zwar, die Stadt Köln verpflichtet die Freiin Sophie von Brückhusen aus Geresheim, 8 Jahre lang zwei Kölner Brauer, Hermann von zur Eiche Ub de Bach, nächst Eisenburg und einen anderen, der noch zu benennen sei, in der Herstellung der Grut, des damaligen Grutbieres, zu unterweisen und nichts von der Kunst zu verbergen. Lange Rede, kurzer Sinn, was heißt das Ganze? Dass die Kölner nach Düsseldorf gegangen sind und mal gefragt haben, wie macht man eigentlich anständig Bier. Das ist so eine Akte, die die Kölner doch häufig sehr gerne ignorieren. Es gab wirklich Kölner, die ins Dorf gegangen sind? Genau, und haben dort dann 1420 dann Bierbrauen gelernt. Gut, sei es drum, wie gesagt, die Kölner hören das äußerst ungern, beschäftigen wir uns also mit Költ. Was steht denn da jetzt drauf? Also, endlich ein Bier fürs gesamte Rheinland, etc. und so weiter. In Monheim, auf der anderen Rheinseite von uns hergestellt, hat 5% Alkohol und 11,8% Stammwürze. Stammwürze? Er kann er nicht abonniert. Ich merke das schon. Ne? Ist natürlich das, was an Zucker drin ist, um nachher den Alkohol zu errechnen. Dann noch für die Hopfenfreunde 16 internationale Bierunits, was nichts anderes heißt, europäische Biereinheiten. Das ist der Einheit des Bitterwertes. Ist also knapp unter Pilz. Mhm. Jetzt kommt aber die große Frage. Ja, welches Glas nehme ich denn jetzt? Nehme ich jetzt einen Altbierbecher oder nehme ich jetzt eine Kölschstange? Tja, im Zweifelsfall Weizenbierglas. Einigen wir uns auf einen Kompromiss. Ich mache beide mal halb voll und dann kann jeder von uns mal probieren. Sehen wir uns erstmal an, wie das Bier überhaupt aussieht. Warte, ich komme nochmal näher. Übrigens finde ich das schon mal ganz mies, dass draußen irgendeiner Party macht und uns nicht eingeladen hat. Ja, schon mal fatal. Ja, dafür gibt es auch nichts von unserem Bier. So, das soll also ein helles Altbier sein oder ein dunkles Kölsch, wie man möchte. Brauartmäßig kann man jetzt schon mal verraten, ist da eigentlich kein großer Unterschied. Mhm, Alt ist gefärbtes Kölsch oder Kölsch ist helles Alt. Von Brauart her. Okay. Ich weiß, ich bin ein Ketzer, ja. Ne? Also wenn die Hassmails und der Shitstorm kommen, geht auf mich. Ne? Wie dem auch sei, was hättest du denn gern? Die Stange oder den Becher? Ja, hinter du keinen Stange. Trinkst, kriegst du die Stange. Genau. Also von der Farbe sieht es schon mal ganz ansprechend aus. Mhm. Also ein bisschen dunkler als die klassischen hellen Kölschsorten, die man so kennt. Also auch für die Altbiertrinker, die dann sagen, oh nee, so alte, malzige Farbe. Also sieht schon mal ansprechend aus. Schaum ist typisch, wie man das für ein übergäriges erwarten würde. Riechen wir mal dran. Also ich rieche erstmal nichts, aber liegt auch daran, dass das Glas nicht ganz voll ist. Und wie immer, das große Problem ist, die Gläser wieder, genau wie die Flasche, zu kalt. Ich finde, man riecht das Altbier schon ein bisschen raus, ne? Ja, ein klein bisschen. Also genau, darum rieche ich nicht sonderlich viel. Aber das muss nicht unbedingt was reißen. Probieren wir mal. Ja, Prost. Kann man trinken, oder? Ja. Ich meine, das haut mich jetzt nicht um, was hätte ich erwarten sollen mit von wegen so die Geschmacksexplosion. Es ist ja nun mal ein helles, obergäriges Bier. Okay, mittelhell oder mitteldunkel, kann man sich drum prügeln. Also kann man ganz gut trinken, ja. Ich würde es jetzt nicht als mein Lieblingsbier bezeichnen.
Der Altbiercharakter kommt ein bisschen stärker durch. Da gebe ich dir vollkommen recht. Der Schaum erinnert doch mehr an Kölsch. Kann man mal ganz gut trinken, ist mal so ein Party-Gag, aber also dauerhaft würde ich das jetzt nicht immer trinken. Ja, das ist okay. Finde ich auch, ja. Also für eine Richterskala von 1 bis 10, hatten wir mal vorgeschlagen, würde ich das auf gute 6 bis 7 einstufen. Eher 6. Ja, denke ich auch. Ja, soviel zu Köln. Probiert es mal selbst. Schickt uns eure Kommentare. Genau. Etikett ist ja ganz ansprechend. So, ganz nett. Ist auch mal eine nette Idee. Das auf jeden Fall. Man muss vielleicht noch dazu sagen, wenn ihr jetzt in Köln erzählt, in Kölnern, dass die Düsseldorfer das Altbier oder das Bierbrauen erfunden haben, wir übernehmen da keine Zahlungen irgendwie, wenn es dann wehtut. Ne? Ja, das sind wir raus, weil wir können das historisch belegen. Genau, aber trotzdem haften wir nicht dafür, wenn die Nase gebrochen ist. Genau. Ja, dann schreibt es in die Kommentare, abonnieren, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal.